أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Ich wiederhole nochmal die Definition. Die Definition von Sujud al-Sahu: Es sind zwei Niederwerfungen, die der Betende verrichtet, um einen wegen Unaufmerksamkeit gemachten Fehler im Gebet zu korrigieren. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass wir durch die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Art und Weise bekommen haben, ein Mittel bekommen haben, wie wir unser Gebet korrigieren können. Und dies geschieht mittels der Vergesslichkeitsniederwerfung. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung bei Abu Dawud: لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانْ بَعْدَمَا يُسَلِّمْ. Für jede Vergesslichkeit gibt es zwei Niederwerfungen, nachdem man den Taslim gesprochen hat. Was ist der Taslim? Genau, dass man das Gebet beendet mit dieser Handlung, indem man sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. So hätte man komplett das Gebet beendet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, für jede Vergesslichkeit gibt es zwei Niederwerfungen, nachdem man den Taslim gesprochen hat. Na, das ist allgemein die Überlieferung. Und bei Imam Muslim heißt es, liebe Geschwister, إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. Wenn man etwas in seinem Gebet hinzufügt oder verringert, dann soll man die zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen verrichten. Wenn man etwas in seinem Gebet hinzufügt, das heißt etwas mehr macht, oder verringert, etwas weniger macht, dann soll man die zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen verrichten, liebe Geschwister. Und so haben die Gelehrten die Vergesslichkeitsniederwerfung in drei Kategorien eingeteilt. Einmal, wenn man etwas hinzufügt im Gebet, was nicht mehr dazu gehört. Was könnte das sein, zum Beispiel? Wenn man beispielsweise bei der dritten Rekat den Dua spricht, den Teshahud. Dass man in der dritten Raka, zum Beispiel bei einem 4-Raka-Gebet, den Tashahud macht. Ja? Oder überhaupt eine Raka zu viel. Oder eine Raka zu viel macht, richtig. Das wäre eine Hinzufügung. Oder ein Rukua zu viel. Dass man eine Verbeugung mehr macht als das Gebet, das vorsieht. Nein, das sind alles Hinzufügungen, liebe Geschwister. Oder man lässt etwas aus. Was wäre das für ein Fall, wenn man etwas auslässt im Gebet, Benjamin? Einen Rukur vergessen hat, auslässt. Eine ganze Raka auslässt? Jetzt zum Beispiel den Tashahud meinst du was? Nicht die Niederwerfung, das Verbeugung. Die Verbeugung. Na, wenn man eine Verbeugung auslässt. Wenn man den Tashahud auslässt, das bedeutet, nach der zweiten Raka in einem 4-Raka-Gebet kommt der Tashahud. Wenn man ihn auslässt, dann hat man etwas ausgelassen vom Gebet und somit ist etwas weniger gemacht worden im Gebet. Und der letzte Punkt, nachdem wir gesagt haben, der erste Punkt beim Hinzufügen, der zweite Punkt beim etwas Auslassen, der dritte Punkt wegen Zweifel, liebe Geschwister. Das kennt ihr, manchmal steht man im Gebet. Was passiert dann bei einer Person? Man denkt darüber nach. Abu Bakr? Ob man die zweite, also dritte oder vierte Raka gemacht hat. Richtig, ob man die dritte oder vierte Raka gemacht hat. Wie ist die Sache hier? Natürlich, diese Vergesslichkeit, sie kommt bei jedem von uns vor, liebe Geschwister, und sie hat den reinsten Menschen auch nicht verfehlt. Und das ist Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, was uns beweist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was war ein? Ein Mensch. Ein Mensch, der auch mal vergessen hat, ein Mensch, der auch müde wurde, ein Mensch, der auch verletzt wurde. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, liebe Geschwister, war ein Mensch gewesen. Tayyib. Dann werden wir uns um den ersten Punkt kümmern, inshallah ta'ala. Nochmal die drei Punkte. Bei welchen drei Punkten wenden wir die
Sujud as-Sahu an Ahmed? Beim Hinzufügen, ja? Beim Auslassen und bei Zweifel. Richtig, beim Hinzufügen, beim Auslassen und bei Zweifel. Dann werden wir inshallah ta'ala zu dem ersten Punkt etwas sagen, und zwar bei einer Hinzufügung. Es kann sein, dass einer von uns ein 4-Raka'a-Gebet betet. Bilal, was ist ein 4-Raka'a-Gebet zum Beispiel? Zum Beispiel Duhur, Asr. Zum Beispiel Duhur und Asr. Das sind 4-Raka'a-Gebete. Gibt es noch eins? Das Isha-Gebet. Ahsan, sieht danach aus, dass du 5-mal am Tag betest. Herzlichen Glückwunsch, O Muslim. Taib, das bedeutet, das ist ein 4-Raka'a-Gebet, liebe Geschwister. Es kann sein, dass du in der 4. Raka bist, aber du denkst, das ist die 3. Raka, also betest du weiter und dann bist du mittlerweile wo? In welcher Raka gelandet? In der 5. Raka. Gibt es ein Gebet mit 5 Raka? Nein, es gibt kein Gebet mit 5 Raka. So, jetzt die Person, der träumt. Der ist in der 5. Raka und der ist im Tashahud. Was macht er hier? Er hat natürlich was gemacht, eine Sache hinzugefügt. Hier beendest du ganz normal dein Tashahud. Beendest du ganz normal dein Tashahud. Und dann schließt du dein Gebet ab mit Taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und dann kommt die Vergesslichkeitsniederwerfung. Dann kommt die Vergesslichkeitsniederwerfung. Das sind 2 Stück. Wie wir gesagt haben, die Vergesslichkeitsniederwerfung sind 2 Niederwerfungen, liebe Geschwister. Die vollzieht man und dann sagt man nochmal den Taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Warum sagen wir nach der Vergesslichkeitsniederwerfung nochmal den Taslim? Warum? Warum? Da. Weil man das Gebet mit Taslim beenden muss, und wenn man Taslim macht und dann nochmal 2 Niederwerfungen, dann hat man das Gebet nicht abgeschlossen. Richtig, sehr gut. Wenn man das Gebet noch nicht abgeschlossen hat, dann bedeutet es, dass der Taslim noch nicht erfolgt. Mit den Vergesslichkeitsniederwerfungen, die gehören jetzt ab dem Zeitpunkt zum Gebet, aber das Gebet muss noch abgeschlossen werden. Und das macht man mit dem Taslim nach den Vergesslichkeitsniederwerfungen. Ich wiederhole den Fall. Eine Person ist in der 5. Raka gelandet, ohne dass er es gemerkt hat. Plötzlich, während er sitzt im Tashahud, denkt er darüber nach und sagt, Subhanallah, ich bin ja jetzt in der 5. Raka. Natürlich, er spricht das nicht aus. Er sagt, Subhanallah, ich bin jetzt in der 5. Raka, so nicht. Sondern er weiß, er ist jetzt gerade in der 5. Raka. Was macht er hier? Hier haben wir gesagt, dann beendet er den Tashahud ganz normal und er macht den Taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dann kommen die 2 Vergesslichkeitsniederwerfungen und dann wieder der Taslim. Okay? Möchte einer mir das inshallah ta'ala nochmal kurz wiedergeben? Ahmed? Also jemand betet gerade ein 4-Raka-Gebet und er denkt, er sei in der 4., in der 3. Und jetzt fällt ihm auf einmal ein, er ist aber jetzt in der 5. Er macht 2 Sujud Asahu vor dem Taslim, macht Taslim und dann Khalas. Und dann Khalas. Na, so sagt der Libanese, und dann Khalas. Auf jeden Fall. Taib. Das ist eine Möglichkeit, liebe Geschwister. Natürlich hier, als er in der 5. Raka war, wo hat er sich befunden? Im Tashahud. Aber es kann sein, dass er im Stehen ist und dann merkt, dass er in der 5. Raka ist. Sah? Zum Beispiel, während er die Fatiha liest. Hier alles gleich, außer dass er sich sofort hinsetzt. Okay? Er setzt sich sofort hin. Warum setzt er sich sofort hin? Und macht nicht weiter. Dawud? Das ist überflüssig, das gehört nicht mehr zum Gebet. Das ist überflüssig und gehört nicht mehr zum Gebet. Deswegen setzt er sich gleich danach hin und alles andere ist gleich. Was heißt das, wenn wir sagen, alles andere ist gleich? Was heißt das, wenn wir sagen, alles andere ist gleich? Na? Er macht den Taslim, beendet das Gebet, macht 2 Niederwerfungen, ja. Und dann beendet er wieder mit Taslim. MashaAllah. Er beendet das Gebet mit dem Taslim, macht die 2 Vergesslichkeitsniederwerfungen und dann beendet er wieder mit dem Taslim. Das heißt, für diese beiden Fälle haben wir folgenden Beweis aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eine Überlieferung, die bei Bukhari und Muslim
überliefert ist von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an. Er berichtete, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er betete das Mittagsgebet, liebe Geschwister. Was ist das Mittagsgebet? Das ist das? Ja, sah. Richtig. Denn das Nachmittagsgebet ist das Asr-Gebet, richtig. Er betete das Mittagsgebet. Und zwar 5 Raka'a hat er gebetet, sallallahu alaihi wasallam. Danach wurde er gefragt, ja Rasulallah, ist die Gebetsanzahl gestiegen? Ist die Gebetsanzahl gestiegen? Er fragte, warum fragt ihr, sallallahu alaihi wasallam? Und man sagte, du hast 5 Raka'a gebetet. Daraufhin verrichtete der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sujud as-Sahu. Daraufhin verrichtete der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Sujud as-Sahu. Das ist der Beleg für die beiden Fälle, die wir gerade bearbeitet haben, liebe Geschwister. Das heißt, der Unterschied ist, ob du schon im Tashahud bist, in der 5. Raka'a, oder ob du im Stehen bist. Wenn du im Stehen bist, setzt du dich sofort hin, denn alles andere ist überflüssig. Wenn du aber im Tashahud bist, da bist du sowieso schon am Ende. Na, das ist der Unterschied. Na. Wenn ich das im Stehen gemerkt habe, setze ich mich sofort wieder hin. Sofort. Und mache den Tashahud und dann den Taslim oder direkt den Taslim? Nein, nein. Du machst dieses gleich. Du gehst runter und beendest so dein Gebet, weil du hier, wie gesagt, alles Überflüssige machst. Wallahu ta'ala ala wa ala. Dann, liebe Geschwister, wenn man eine Säule auslässt, beim Auslassen einer Säule, wenn diese Säule Takbiratul Ihram ist, das bedeutet das Eröffnungstakbir, so kommen wir erst in das Gebet herein. Ansonsten sind wir nicht in das Gebet hereingekommen. Ansonsten haben wir nicht mit dem Gebet begonnen. Ansonsten haben wir nicht mit dem Gebet begonnen, liebe Geschwister. Wenn wir den Takbiratul Ihram vergessen haben, absichtlich oder unabsichtlich, das Gebet ist ungültig. Ungültig. Absichtlich oder unabsichtlich. Das Gebet ist ungültig. Das ist nur eine einzige Eigenschaft für was? Für welche Säule? Für Takbiratul Ihram. Okay? Das ist eine einzige Eigenschaft für Takbiratul Ihram. Liebe Geschwister, man muss das Gebet hier wiederholen sowieso. Aber wenn wir von jeder anderen Säule sprechen, zum Beispiel eine Person, er ist in der 3. Raka'a. Eine Person ist in der 3. Raka'a, in einem 4 Raka'a Gebet, und dann erinnert er sich, dass er die Raka'a zuvor, das bedeutet welche Raka'a? Die 2. Raka'a, dass er hier nur eine Sajda gemacht hat. Eine Niederwerfung. Und normalerweise müssen wir in jeder Raka'a wie viel machen? 2 Niederwerfungen. Er erinnert sich daran, dass er eine Niederwerfung gemacht hat statt 2. Also hat er somit was ausgelassen? Eine Säule. Er hat hiermit eine Säule ausgelassen. Jetzt macht er etwas ganz, ganz Leichtes. Natürlich, eine Säule ist etwas Gigantisches, liebe Geschwister. Das reicht nicht, dass wir am Ende einfach Sujud as-Sahu machen und dann war's das. Nein. Du musst die gesamte Raka'a wiederholen. Also heißt das für dich, wenn du in der 3. Raka'a bist, dann ist das tatsächlich für dich die 2. Raka'a. Dann ist das für dich tatsächlich die 2. Raka'a. Nicht mehr die 3. Warum? Weil die Raka'a komplett ungültig ist. Weil du eine Säule vergessen hast. Ich wiederhole den Fall. Eine Person ist in der 3. Raka'a. Dann fällt ihnen ein, dass er in der 2. Raka'a, in der Raka'a zuvor, nur eine Niederwerfung gemacht hat, statt 2. Also macht er jetzt aus der 3. Raka'a die 2. Raka'a. Und was muss er hier noch zusätzlich machen? Daud? Ich meine noch in der 2. Raka'a. Was muss er hier noch machen? Den Tashahud. Okay? Ist klar? Weil das ist für ihn welche Raka'a? Die 2. Raka'a. Und nach der 2. Raka'a, in einem 4. Raka'a Gebet, machst du den Tashahud. Also, was macht er hier? Genau dasselbe. Am Ende, nachdem er die Raka'a, die 3. Raka'a zur 2. Raka'a gemacht hat, dann beendet er das Gebet ganz normal. Er schließt ab mit Sujud as-Sahu. Er schließt ab nach dem Taslim. Das heißt, dann macht er den Taslim, liebe Geschwister. Dann macht er wieder Sujud as-Sahu und wieder den Taslim. Ablauf gleich, nur dass er aus der 3. die 2. Raka'a gemacht hat. Sonst ist alles gleich wie zuvor. Na, Fekabat. Kann man dazu Fragen stellen? Ja, inshallah.
Also wir haben gesagt, das, also können wir das so verstehen, das Geld gilt für alle Säulen, außer den Takbir al-Ihram müssen wir eine gesamte Raka wiederholen sozusagen. Richtig. Das gilt für alle Säulen, wo wir aus der dritten die zweite Raka machen, weil wir von der dritten zur zweiten zurück müssen, liebe Geschwister, weil die zweite für uns ungültig war, also müssen wir von der dritten zurück zur zweiten Raka. Das gilt für alle Säulen, wenn wir sie auslassen, außer wir haben gesagt, den Takbiratul Ihram, hier ist dein Gebet ungültig von Anfang an. Das sollte man wissen. Hier ist dein Gebet ungültig von Anfang an. Na? Gelten diese Regeln auch fürs Gemeinschaftsgebet? Das bedeutet, nehmen wir mal an, du betest vor und jetzt zwei Brüder beten hinter dir oder drei und denen fällt dein Fehler nicht auf. Dir fällt er aber auf und du machst dann deine Vergesslichkeitsraka oder wirst halt sozusagen zurückgestuft, eine Raka. Müssen wir das dann mitmachen? Nein. Wie ist das im Gemeinschaftsgebet? Wenn der Imam einen Fehler macht, müssen dann die Betenden hinter ihm darunter leiden? Ja, sie müssen ihm folgen. Sie müssen ihm folgen, weil er führt das Gebet an und er korrigiert das Gebet nach dem Fehler, den er begangen hat. Und mit ihm die Gemeinschaft natürlich, weil deswegen heißt es Gemeinschaftsgebet. Mitgehangen, mitgefangen. Na. Ich habe mal mit einem Imam gebetet, der hat zum Schluss nur eine Niederwerfung gemacht und wurde dann danach, weil aber keiner hat das gesagt, und danach hat ihm jemand auch aufmerksam gemacht, dann hat er nur zwei Sujud Assahu gemacht. Und keine weitere Raka gebetet. Was mache ich jetzt? Muss ich das? Was hat er ausgelassen? Eine Säule. Eine Säule. Wenn er eine Säule ausgelassen hat und er hat zum Schluss nur den Sujud des Sahu gemacht, dann ist das Gebet ungültig von ihm. Und auch von der Gemeinschaft? Er trägt die Verantwortung. Die Gemeinschaft muss ihn darauf hinweisen. Wenn er das nicht korrigiert, so trägt er die gesamten Lasten von allen Leuten. Aber die Leute müssen jetzt... Das ist eine große Diskussion unter den Gelehrten. Na? Das ist eine riesengroße Diskussion unter den Gelehrten, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat einmal statt einem 4-Raka-Gebet 2-Raka gebetet. Daraufhin sind die Leute rausgerannt und haben gesagt, das Gebet hat sich verkürzt, das Gebet hat sich verkürzt. Und die sind alle rausgerannt. Nicht alle, ein Teil ist geblieben und ein anderer Teil ist rausgerannt. Und natürlich, was fehlt diesen Leuten, die rausgerannt sind? 2 Raka, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam statt 4, 2 gebetet hat. Ein Teil der Menge ist rausgerannt. Gesagt, das Gebet hat sich verkürzt, das Gebet hat sich verkürzt. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht zurückgerufen und er hat das vollendet, was er nicht gemacht hat. Aber hier gibt es, wie gesagt, eine große Diskussion unter den Gelehrten. Der Imam hat die Verantwortung. Der Imam hat die Verantwortung und trägt auch diese Verantwortung. Deswegen, liebe Geschwister, ist es nicht leicht. Ja? Eigentlich wisst ihr, um ehrlich zu sein, niemand sollte vorbeten, der nicht die Ahkam Salah kennt. Ihr habt verstanden, was ich meine? Niemand sollte vorbeten, der nicht die Ahkam Salah kennt. Frage, ist das die Realität? Heute einer, der hat Qul Huwallahu Ahad genannt, Allahu Akbar, dann fängt er an zu beten. Aber der Ärmste vergisst, dass er die Verantwortung für das gesamte Gebet trägt. Und wenn er das Gebet nicht richtig verrichtet hat, so muss er am Tage der Auferstehung so die Hasanat bezahlen an alle, die hinter ihm gebetet haben. Leicht? Wallahi nein. Deswegen, man soll aufpassen, wenn man vorbetet, sollte man diese Regeln kennen. Wenn man diese Regeln nicht kennt, Alhamdulillah, es gibt andere, die vorbeten können. Denn wichtig ist nicht, dass du vorbetest. Wichtig ist, dass du deiner Verantwortung gerecht wirst. Es geht nicht darum, vorzubeten. Sondern es geht darum, dass man der Verantwortung gerecht wird. Und wenn du ihr nicht gerecht werden kannst, weil du nicht das Wissen hast, dann darfst du auch eigentlich nicht vorbeten. Weil, Frage, kann etwas passieren im Gebet? Antwort? Ja, haben wir ja gerade gelernt. Okay, und dann? Was machst du dann? Wie dieser Fall zum Beispiel, das ist katastrophal und ehrlich gesagt mein Herz brodelt, dass diese Person das Gebet abgeschlossen hat und es ist ungültig. Ungültig, ganz klar. Hukum ist, das Gebet ist ungültig. Das heißt, vor Allah hat er kein Gebet gemacht. Katastrophal. Und nicht leicht, liebe Geschwister, daher lernen wir auch diese Dinge.
Aber wer möchte diese Dinge heutzutage lernen? Na. Wenn der zum Beispiel im Isha-Gebet der Imam zu einer fünften Raka aufsteht, stehen die mit, also die hinter ihm beten, auch zur fünften auf? Und na. Und wie machen sie ihn aufmerksam, wenn er nicht merkt, also wenn alle Subhanallah sagen, er merkt nicht, was der Fehler ist? Das waren zwei Fragen. Du schlauer du. Auf jeden Fall. Subhanallah. Abu Zaki. Auf jeden Fall. Gehen wir die erste Frage durch. Was ist, wenn der Imam, der vorne betet, wenn er in die fünfte Raka hochgeht, aber er sollte eigentlich gar nicht die fünfte Raka beten? Jetzt ist die Frage, und das ist eine wichtige Frage, weißt du, ob der Imam eine Säule ausgelassen hat? Du kannst das nicht für alle Säulen bestätigen. Bei manchen weißt du, du hast sie mitgemacht, aber zum Beispiel, nehmen wir an, er hat etwas nicht gemacht von einer Säule, was du nicht mitbekommen hast. Was kann das sein? Was kann das sein von den Säulen? Ahmed? Al-Fatiha. Al-Fatiha. Zum Beispiel hat er gleich mit einer anderen Sura angefangen. Der hat nicht Al-Fatiha gelesen. Hier ist es eine Säule. Jetzt möchte er in die fünfte Raka aufstehen, weil seine vierte, die er jetzt gebetet hat, wird zur dritte, weil er eine Säule ausgelassen hat. Haben wir doch gerade gemacht. Intimane? Das heißt, die vierte, die er gerade gebetet hat, wird zur dritten. Dann steht er natürlich auf, weil er muss die vierte Raka machen in einem Vier-Raka-Gebet. So, jetzt, was passiert mit der Menge? Achi, ittaqillah. Und er hört 1000. Wie macht er das hier? Er soll ihnen eine Handbewegung machen, dass er weiß, was er tut. Okay? Er macht eine Handbewegung, dass die Leute wissen, er weiß, warum er diese zusätzliche Raka jetzt macht. Indem er eine einfache Handbewegung so macht. Diese Handbewegung gehört hiermit dann zum Nutzen des Gebetes, um die Menge aufmerksam zu machen, dass er weiß, was er tut. Nicht, dass einer dann fragt, ja, was meint er denn jetzt mit dem Handzeichen hier? Wenn er so macht, die Leute stehen auf und sagen Subhanallah und im Sitzen sagen sie Subhanallah und so weiter und so fort, er macht denen eine Handbewegung. So eine Handbewegung, die man versteht. Wenn man so macht, inshallah ta'ala, ist das in Ordnung. Aber na? Man steht mit ihm auf. Ja, natürlich, weil er hat, jetzt hast du begriffen, wenn er so macht, nachdem die Leute Subhanallah und trödeln und schreien und was weiß ich, und er macht so, dann verstehen die Leute, sollten sie verstehen, dass sie mit ihm in die fünfte Raka hochgehen. Okay? Das ist die Sache. Tayyib. Wenn er etwas vergessen hat im Gebet, wie macht man ihn aufmerksam? Zum Beispiel, er hat den Rukur vergessen. Hier sagt die Menge, was haben wir gelernt von der Sunna, was sagt man hinter dem Imam? Subhanallah, und fügt hinzu Subhanallah, zum Beispiel Ar-Rukur, dass er weiß, er hat den Rukur nicht gemacht. Oder im Sujud dann Subhanallah, As-Sujud. Oder Subhanallah, Subhanallah Bial-A'l, dass er einen kleinen Hinweis bekommt, wo er sich gerade befindet. Okay? Wallahu ta'ala ala wa ala. Tfadala. Jetzt, wenn man dies gesagt hat, Subhanallah beispielsweise, und er reagiert nicht drauf, wie oft soll man sagen Subhanallah? Weil meistens sagen dann. Nein. Wenn der Imam aufmerksam gemacht wird durch Subhanallah und er reagiert nicht, dann soll man das nicht übertreiben. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, mach du weiter. Subhanallah. Ja, das soll man nicht tun. Denn man weiß nicht, ob der Imam schon bereits verstanden hat. Aber du vielleicht nicht die Art der Korrektur kennst oder du nicht weißt, was er vergessen hat. Und deswegen korrigiert er es anders, wie als dass du, als was, als wie du es glaubst. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Verdammt. Wie ist es, wenn ich nach dem Gebet es merke, ich habe eine Säule vergessen? Mach ich ganz normal den ersten Takbir und dann
eine Raka? Du musst die Raka-Zahl machen, die du verpasst hast. Der Bruder sagt, wenn ich eine Säule verpasst habe im Gebet und ich merke es nach dem Gebet, die Raka-Zahl, die notwendig ist, musst du nachmachen. Na? Wallahu a'lam. Nein. Und dann muss man ja nochmal sitzen zwischen den zwei. Na. Sagt man da was? Oder na. Wenn man im Sujud as-Sahu, wenn man Sujud as-Sahu verrichtet, das ist ja eine Niederwerfung. Sagt man hier auch Subhana Rabbi al-A'la? Es gab Gelehrte, die haben Qiyas gemacht, die haben Analogieschluss gemacht. Sie haben gesagt, wenn man das in der Niederwerfung sagt, in der üblichen, dann sagt man das auch in der Vergesslichkeitsniederwerfung. Aber eigentlich gibt es keinen Beweis. Und eigentlich macht man so etwas nicht, keinen Analogieschluss bei einer Ibadah. Eigentlich macht man keinen Analogieschluss, weil das eine Ibadah. Deswegen richtig ist, wallahu ta'ala ala wa alam, dass man einfach Allahu Akbar sagt, dann die Niederwerfung hochkommt, Allahu Akbar, nochmal die zweite Niederwerfung und das war's. Na, Allahu ta'ala ala wa alam. Wie ist das zum Beispiel jetzt, man betet jetzt hinter einem Imam und man hat mitbekommen, der hat jetzt vergessen und hat jetzt nicht den Takbir al-Ikhram gesagt, der hat nicht Allahu Akbar gesagt, aber er fängt jetzt schon an zu beten. Betet man hinter dieser Person oder betet man nicht, weil er hat ja vor Allah dann kein Gebet. Die Sache ist so, der Bruder sagt, was ist, wenn man hinter einem Imam betet und ich habe von ihm nicht den Takbir al-Ikhram gehört. Es kann ja sein, dass er das nicht so laut gesprochen hat. Es gibt Leute, die sind sehr leise, sehr still. Oder man hat wirklich das überhaupt wortlich gar nicht verstanden, dass man es nicht gehört. Nein. Man kann ihn hier nach, im Nachhinein fragen, ob das von ihm gesprochen wurde. Hier reicht es nicht, dass man nur im Herzen, ja, Allahu Akbar im Herzen sagt, ja, das reicht nicht. Sondern das Sagen, Sprechen von dem Takbir, das ist sozusagen die Säule. Hey, machen wir weiter, inshallah ta'ala. Das heißt, wir haben bis jetzt wie viele Fälle behandelt? Zwei Fälle. Jetzt, was ist, wenn man eine Pflicht auslässt, liebe Geschwister? Zum Beispiel, eine Person, er befindet sich in der zweiten Raka. Dann steht er auf in die dritte Raka, aber er macht den Tashahud nicht. Er macht den Tashahud nicht. Der erste Tashahud ist was? Was haben wir gelernt? Bilal? Eine Pflicht. Ist eine Pflicht. Der erste Tashahud ist eine Pflicht. Wenn er nach der zweiten aufsteht in die dritte Raka und er macht den Tashahud nicht, dann heißt es hier, er hat etwas ausgelassen. Jetzt folgende Situation. Ich brauche einen sportlichen Bruder, der aber inshallah was Weites anhat, wenn wir das in die Kamera tun. Den letzten werden wir nicht mehr nehmen. Das ist dann etwas Weites, inshallah ta'ala. Vater, komm. Ja. Na, kommst du zu mir, inshallah? Jetzt dreh dich zur Menge, inshallah ta'ala. Das ist Hamza. Sitzt du im Tashahud, Hamza? Achso. Okay. Jetzt mal angenommen, dass er ist in der zweiten Raka und jetzt will er aufstehen in die dritte Raka, aber er hat den Tashahud nicht gemacht. Steh kurz auf, Hamza. Okay, komm wieder zurück. Kennt ihr, ja? Man wollte gerade dann. Aber Wackel versteht nicht. So, was hat er hier gemacht? Ist er aufgestanden? Ohne den Tashahud. Ist er aufgestanden? Nein, er ist nicht aufgestanden. Er ist nicht aufgestanden. Hier in dem Fall braucht er gar nichts machen. Kein Sujud Sahu, nichts. Weil er gleich wieder zurückgegangen ist zur Ausgangsbasis. Und dann macht er ganz normal den Tashahud. Stehst du ganz auf? Jetzt steht er komplett. Hier in diesem Fall geht er nicht mehr zurück, sondern er macht weiter, obwohl er eine Pflicht ausgelassen hat. In diesem Fall geht er nicht mehr zurück, sondern er macht weiter ganz normal mit dem Gebet und zum Schluss vor dem Taslim macht er die zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen und beendet mit dem Taslim. Das war's. Okay? Das sind die drei Fälle, liebe Geschwister. Der Beweis dafür ist der Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von Abdullah ibn Muhayna radiyallahu anhu wa arda, und die Überlieferung ist bei Al-Bukhari. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er betete einmal das Dhuhr-Gebet vor und stand
nach der zweiten Raka auf, ohne gesessen zu haben. Wenn der Überlieferer hier sagt, ohne gesessen zu haben, was meint er damit? Ohne den ersten Tashahud. Die Beter, die Betenden hinter ihm, standen auch auf. Und das ist für die Leute, sie müssen dem Imam folgen, ja? Wenn er vollständig aufgestanden ist, hier können sie ihn nicht mehr zurückrufen, dass einer hingeht und ihn runterzieht oder sonstiges. Sie stehen auf und beten hinter ihm weiter. Es heißt in der Überlieferung, die Betenden standen auf, als er am Ende des Gebetes war und die Nachbeter auf den Taslim warteten, machte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Takbir im Sitzen, verrichtete die zwei Sujud as-Sahu und dann machte er den Taslim. Nochmal, als er aufgestanden ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er kehrte nicht mehr zurück nach der zweiten Raka, um den Tashahud zu vervollständigen. Nein, er hat ab da weiter gebetet. Dann bei der vierten Raka, bevor er den Taslim gemacht hat, hat er zwei Sujud as-Sahu gemacht, dann den Taslim und dann war die Sache beendet. Nochmal, das war eine Pflicht. Eine Pflicht wird nicht korrigiert wie eine Säule. Daher sollte man wissen, was eine Pflicht und was eine Säule ist, liebe Geschwister. Und die dritte Sache, bei Zweifel. Das kommt natürlich sehr, sehr viel vor bei Geschwistern, die leicht vergesslich sind. Ich hebe jetzt meinen Blick auch nicht hoch. Einer hat gesagt, Subhanallah, ich habe sogar die Vergesslichkeitsniederwerfung vergessen. Ich weiß nicht, wie viel Sujud ist gemacht habe von zwei Stück. Ja, was willst du dazu noch sagen? Nein. Bei Zweifel. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Du bist im Gebet in der dritten Raka. Aber du selber bist dir gar nicht sicher, ob das die dritte Raka ist, aber es ist für dich das Wahrscheinlichere. Wenn du nachdenkst, sagst du, ja, 100% kann ich das nicht sagen, aber es ist das Wahrscheinlichere. Hier in diesem Fall, wenn es das Wahrscheinlichere ist, dann baust du auf diese dritte Raka. Das heißt, du nimmst das auch als dritte Raka, liebe Geschwister, du nimmst das auch als dritte Raka, weil das wahrscheinlich ist für dich, dass es die dritte Raka ist. Dann machst du noch die vierte Raka in einem Vier-Raka-Gebet, dann machst du den Taslim, Sujud as-Sahu und Taslim. Taslim, Sujud as-Sahu und Taslim. Okay, nochmal, ich wiederhole. Jemand verrichtet ein Vier-Raka-Gebet und dann in der dritten Raka zweifelt er daran, ob er drei Raka wirklich schon gebetet hat oder erst zwei, aber wahrscheinlicher ist, dass er drei Raka hat. Also baut er darauf auf, betet das Gebet ganz normal weiter bis zur vierten Raka, dann macht er den Taslim, Sujud as-Sahu und Taslim. Der Beweis dafür, der Hadith bei Bukhari und Muslim, liebe Geschwister von Abdullah ibn Mas'ud, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer von euch am Gebet zweifelt, dann soll er das Wahrscheinlichste herausfinden und darauf das Gebet vollenden. Dann soll er Taslim machen, dann soll er den Taslim machen und die zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen. Dieser Wortlaut ist bei Imam al-Bukhari überliefert, liebe Geschwister. Das heißt, bei Zweifel haben wir zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, eine Möglichkeit ist, dass du etwas wahrscheinlicher findest, dann baust du darauf auf. Die andere Möglichkeit ist, dass du gar nicht weißt, ob es die zweite oder dritte Raka ist. Du hast überhaupt keine Ahnung. Hier machst du umgekehrt, du baust auf das Höhere oder Niedrige auf? Auf das Niedrige auf. Ja, also in dem Fall nicht die drei Raka, sondern du bist dann bei der zweiten Raka. Hier baust du auf das Niedrigere auf, liebe Geschwister, und wenn du dann beendet hast, dann machst du den Sujud as-Sahu vor dem Taslim. Dann machst du den Sujud as-Sahu vor dem Taslim. Der Beweis dafür, der Hadith bei Imam Muslim von Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu arda, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer von euch an seinem Gebet zweifelt und nicht weiß, ob er drei oder vier Raka gebetet hat, dann soll er den Zweifel beiseite lassen und darauf bauen.
worauf er sicher ist. Dann muss er zwei Sujud vor dem Taslim verrichten. Wenn er in Wirklichkeit dann 5 Rak'a gebetet hat, weil er wusste nicht, dann haben diese 2 Sujud das Gebet korrigiert. Wenn er aber 4 Rak'a verrichtet hat, dann sind sie eine Erniedrigung für den Shaitan gewesen. Dann sind sie eine Erniedrigung für den Shaitan gewesen, liebe Geschwister, und das waren alle Fälle. Natürlich jetzt der eine sagt, mein Kopf brodelt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Rak'a ich beten muss für das Dhuhr-Gebet und so weiter und so fort. Macht euch keine Gedanken. Wenn ihr diesen das einmal in Ruhe durchhört und euch 2, 3 Notizen macht, dann sitzt das. Keine große Sache. Müssen wir die Zeit investieren für das Gebet? Antwort, ja. Du musst. Nicht du kannst oder du darfst, du musst. Weil das Gebet das erste ist, wonach Allah subhanahu wa ta'ala dich befragen wird am Tage der Auferstehung. Und wenn es nicht gut war, dann sieht es nicht gut für uns aus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen Ausweg schaffen. Es bleibt nur eine kleine Sache. Was ist bei den Sunan-Gebeten? Mache ich hier auch die Vergesslichkeitsniederwerfung? Eigentlich ist die Überlieferung allgemein. Das heißt, wir haben Überlieferungen von Salaf-Gelehrten, wie zum Beispiel Ibn Abbas, als er einmal ein Gebet, das Witr-Gebet, um genau zu sein, gebetet hat, da hat er auch in diesem Gebet die Vergesslichkeitsniederwerfung gemacht. Das heißt, wenn es Gebete sind, die nicht Pflicht sind, dann kannst du das machen. Okay? Dann kannst du die Vergesslichkeitsniederwerfung machen. Aber bei den Pflichtgebeten, das muss verrichtet werden. Wallahu ta'ala ala wa ala, subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ihr habt kurze Zeit für Fragen, liebe Geschwister. Und diejenigen, die auf unsere Seite gehen, www.assirat.de, ich habe heute aus Versehen morgens 30 Unterrichte gelöscht und das waren die 30 letzten hochgeladenen. Inshallah, mit voller Kraft laden wir die wieder hoch, inshallah. Das bedeutet auch, die Basisunterrichte sind auch mit darunter. Aber inshallah, in spätestens 2, 3 Tagen müssten wir alles wieder auf der Seite haben. Beten in la ta'ala. Barakallahu fikum für euer Verständnis. Was bleibt euch auch anderes übrig? Nein. Barakallahu fikum und jazakum la khaira. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Yeah.